Väter, mein Thema heute bei King FM. Und am Telefon habe ich jetzt Markus Decker aus Lorch, aus der Nähe von Stuttgart. Hallo, Herr Decker. Schönen guten Abend, Frau Kelle. Herr Decker, sind Sie selbst Vater? Ja, bin ich, von zwei wunderbaren Kindern. Junge, Mädchen? Jeweils eins, ein Bub, der ein bisschen älter ist, und das Mädchen 2 Jahre hinterher. Was möchten Sie uns über das Thema Väter sagen? Sind Väter wichtig? Ich finde Väter absolut wichtig. Ich habe selber einen tollen Vater, mit dem ich mich auch heute noch in fortgeschrittenem Alter regelmäßig reibe. Aber das finde ich was Schönes. Ich respektiere ihn und er ist für mich genauso auch ein Vorbild. Und ich finde einfach, es ist unheimlich wichtig, dass Kinder in ihrem Leben einen Vater haben, der auch eine klare Figur darstellt und der auch seine Vaterrolle ernst nimmt. Was ist denn die Vaterrolle? Wo ist denn der Unterschied zur Mutterrolle? Also ich sehe es zumindest so, der Vater ist vielleicht eher für die Disziplin zuständig, ist ein bisschen eher für die, ja, die männliche Seite zuständig, die aber den Mädels auch gut tut. Der ist zuständig, wenn es darum geht, Boote zu bauen oder Flüsse aufzustauen oder Modellflugzeuge zu basteln oder irgendwelche Möbel zu reparieren oder Elektrogeräte zu zerlegen. Die Mama ist zuständig, ich denke ein bisschen an die altmodische Rolle. Ja. Auch fürs Zuhause, auch für die Gesundheit, wenn die Kinder sich das Knie anhauen. Ja, dann ist immer Mama. Ja, das stimmt. Erkennen sie instinktiv zur Mama, auch wenn vielleicht der Papa medizinisch besser ausgebildet ist, aber die Mama hat da ganz andere Fähigkeiten. Ja, das stimmt. Mama hat diese Zaubercreme, die überall heilt. Genau. Genau. Ja, nun gibt es Leute, die sagen, es ist ganz egal, Mutter oder Vater, Hauptsache das Kind wird geliebt. Nehmen wir den Kindern dann etwas? Ich finde auf jeden Fall, dass wir den Kindern etwas nehmen. Meine Frau ist ohne einen Vater aufgewachsen, weil der Vater sich, als die Mutter schwanger wurde, vertschüsst hat. Ja. Und ihr fehlt das. Da reden wir also sehr, sehr offen drüber. Sie hat eine tolle Mutter und die Mutter hat getan, was sie konnte, ja, Vater und Mutter zu ersetzen, aber sie kann halt nun mal nicht. Wir sind unterschiedlich von unseren Charakteren her, von dem, was uns Gott in die Wiege gelegt hat. Mann ist keine Frau, Frau ist kein Mann und ich denke einfach, Kinder brauchen beides. Es ist ja so, dass wenn wir in Deutschland über Familienpolitik reden, wir in der Regel immer über Frauenpolitik reden. Fühlen Sie sich eigentlich von dieser Politik als Vater ernst genommen? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, ich empfehle eben, wie Sie sagen, es geht oft um die Rechte der Frau, die gestärkt werden müssen. Es wird das Scheidungsrecht gestärkt, es wird das Unterhaltsrecht gestärkt. Es wird dafür gesorgt, dass, also Familienrecht heißt dann teilweise, dass das Kind möglichst früh in die Krippe abgeschoben wird. Dann hat weder Mama noch Papa, davon halte ich gar nicht. Ich finde es schön, ich habe es sehr genossen, als Kind vom Kindergarten oder von der Schule heimzukommen und zu wissen, meine Mama ist daheim. Das fand ich was Wunderschönes und habe mich dann umso mehr gefreut, wenn der Papa nach einem langen Arbeitstag heimkam und sich auch noch ein bisschen Zeit genommen hat, um die Kinder zu bespaßen. Ja, aber politisch werden sie jedenfalls nicht vertreten in diesem Land. Also ich habe einmal versucht rauszufinden, irgendwie, ob eigentlich jemand zuständig ist im Familienministerium. Da findet sich in dem riesigen Apparat ein kleines Ressort, das für Männer zuständig ist. Da arbeiten etwa 9 Leute und geleitet wird das von einer Frau. Das ist ihr Ressort. Ja, ich meine, das entspricht einfach auch der Art und Weise, wie es inzwischen in der Gesellschaft läuft. Und ich finde das einfach schade, denn meine Väter haben eben meiner Meinung nach im Leben der Kinder und genauso auch in der Ehe eine unheimlich wichtige Rolle. Und den Vätern diese Rolle abzuerkennen, indem man sie, ja, also fast schon so zu Eltern zweiter Klasse degeneriert, das tut den Kindern nicht gut, das tut den Familien auch nicht gut. Und ich denke, langfristig werden wir sehen, was wir hier, werden wir ernten, was wir hier sehen zurzeit. Ja, es ist ja offensichtlich ja durchaus einerseits ein Problembewusstsein da. Also wir haben ja im Familienministerium auch gerade aus diesem Grund, weil immer mehr Kinder ohne Vater groß werden, weil Alleinerziehende in der Regel ja Mütter sind, haben wir jetzt so Programme wie mehr Männer in Kitas, damit gerade auch Jungs männliche Vorbilder dann wenigstens im Kindergarten haben. Was halten Sie davon?
Das halte ich genauso für den falschen Lösungsansatz, wie für wir versuchen, unser demografisches Problem nur durch Einwanderung zu lösen. Ich denke, wir müssen die Familie wieder stärken, und Familie ist für mich ein Mann, eine Frau, eine Ehe und dazu hoffentlich mehr als zwei Kinder. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach zu stärken. Also Kita-Möglichkeiten, ja, das ist alles gut und schön, aber ich würde mal auch versuchen, irgendwo an dem Problem anzugreifen, warum gibt es so viele alleinerziehende Mütter? Was läuft denn hier schon falsch? Was läuft denn im Bereich der Ehe falsch? Vielleicht im Bereich der Erwartungen, die Menschen an die Ehe haben. Und ich habe neulich eine Statistik gelesen, von den jungen Menschen heute wollen über 60-70% wollen eigentlich heiraten. Ja, das bestätigen alle Shell-Jugendstudien. Heiraten, Kinder kriegen ist eigentlich Wunsch Nummer eins. Da muss man sich aber eben nur überlegen, geht man mit der Hollywood-Erwartung rein, dass das jetzt alles Eitel, Freude und Sonnenschein ist? Denn sehe ich eben nach ein paar Jahren, wenn die ersten Probleme kommen, das ist ja dann wie beim Gebrauchtwagen, der hat irgendwann auch das erste Mal Schluck auf, dann kann ich aber eben den Partner nicht wegwerfen, sondern das ist dann eben die neue Herausforderung zu sagen, ich als Mensch kann ich vielleicht manchmal meine Gefühle nicht kontrollieren, aber ich kann meine Handlungen kontrollieren. Mhm. Ich kann doch nicht einfach den Partner wegwerfen, weil er mir jetzt langweilig ist oder weil mir Hollywood vorgaukelt, ich hätte irgendein Recht, glücklich zu sein. Ich muss mich dann einfach mal reinarbeiten und durchbeißen, und auch mit diesem Menschen, den ich geheiratet habe, mit dem ich die Ehe eingegangen bin, mit dem einfach reden und auch mal offen über das reden, was ich gut finde und was ich schlecht finde. Aber auch, Gott hat uns ja zwei Ohren gegeben, einen Mund, also sollte man vielleicht ein bisschen mehr hören. Ein bisschen mehr hören als sprechen. Genau, also dem anderen ja einfach auch zuhören und sagen, was stinkt dir denn? Denn es gehören immer irgendwie zwei dazu, wenn es nicht funktioniert. Ja, das heißt, Sie meinen, wir sollten mehr daran arbeiten, zu gucken, dass Familien zusammenbleiben, dass eben nicht so viele Kinder vaterlos werden durch die steigenden Trennungen, sondern dass man guckt, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass der Vater und Mutter da bleiben, damit sie beide zur Verfügung stehen. Absolut. Und ganz ehrlich, ich meine, als jemand, der hier auch betroffen ist, vielleicht gäbe es hier auch Ansätze, dass man mal im Scheidungsrecht oder im Unterhaltsrecht es der Frau weniger leicht macht, grundlos mit den Kindern den Vater zu verlassen. Sie sprechen da ein schwieriges Thema an, weil in der Tat bemerke ich das auch, dass es immer mehr unzufriedene Väter gibt, dass einerseits wir Frauen immer verlangen, die Väter, ihr sollt euch einbringen in die Erziehung, aber nach der Trennung werden nicht selten leider die Kinder als Waffe benutzt und man lässt den Vater dann gar nicht mehr Vater sein. Ja. Also ich lebe seit über 5 Jahren von meiner ersten Frau getrennt, Kindern in ein anderes Land gezogen, aus dem sie ursprünglich stammt, nicht weit Österreich, aber sind dann auch 7 Stunden mehr. Ja, ist dann schon eine Entfernung, ja. Ja, natürlich. Und am Anfang hat das eigentlich ja relativ gut funktioniert. Ich kam eben, habe alle 2 Wochen meine Kinder besucht. Das ist halt auch ein Mordaufwand. Ja. Und ja, es ist seit September mehr oder weniger Funkstille. Soll ich jetzt vor Gericht versuchen, mein Recht einzuklagen? Was bringt da? Ja. Die Gerichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich sind sehr, sehr pro Mama. Die Mama weiß alles, aber der Papa muss zahlen. Also der Vater wird sehr gerne zum Zahlpapi gradiert. Das ist so ein Begriff, den finde ich furchtbar, obwohl ich mich jetzt selber in der Rolle finde. Aber letztlich auch bei einem auf dem Papier existierenden gemeinsamen Sorgerecht, solange die Mutter bestimmt, wo die Kinder sind, die könnte mit den Kindern morgen nach Australien ziehen oder nach Timbuktu oder sonst wohin und dann hätte ich vielleicht ein Besuchsrecht, aber wie gehe ich denn damit um? Ja, das heißt, im Endeffekt braucht es aus Ihrer Sicht mal auch eine Neujustierung dann auch dieser ganzen Familiengerichtsbarkeit, wo man auch anerkennt, dass eben ein Vater dann, auch wenn er erziehen will, dass ihm das auch möglich gemacht wird. Genau, dass der Vater eben nicht nur ein Recht hat, seine Kinder ab und zu zu sehen, das wäre ja schon mal ein guter Anfang, dass er eigentlich, dass man vielleicht wirklich mal prüfen sollte, vielleicht wären die Kinder ja im Trennungsfall beim Vater besser aufgehoben. Ich denke, dass das ein Thema sein wird, das die Politik in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen wird, weil diese Zahl dieser getrennten Familien immer weiter ansteigt und auch dieser Unmut durchaus bei den Vätern. Herr Decker, ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Kinder bald wieder sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie mitdiskutiert haben.
Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss. Danke für Ihre guten Fragen. Schönen Abend. Danke. Tschüss.